Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die, Tag 5 mit der Tibra, mir dem Anduin, grüß euch. Ich stehe draußen am Dach. Ja, ich bin gerade dabei, unser Inventar, also unsere Kiste, ein bisschen aufzuräumen. Wir haben eine Forge. Gleich fertig. Eine Forge. Wir haben eine Forge. Wir haben eine Forge, genau. Ja, das zeige ich vielleicht kurz her. Also da hat es ein bisschen was getan. Wir haben da Blöcke aufgestellt, Holzblöcke in das Lagerfeuer rauf, dass ich nicht wieder draufsteige. Ja, und da die sag Forge. Mir, Jungs, was ist da unten und los? Ich komme mal gleich raus, weil es herrscht immer Trubel da drin. Hey, schau, der eine Dicke liegt da noch unten. Da dürfte noch was drin sein. Irgendwo quält uns noch ein Eierbär. Oh, da sind mehrere. Okay. Soll ich dir... Das war klassisch daneben. ...meinen unterstützenden Bogen geben? Ich sehe nämlich nichts. Bleib du da oben, ich baue die Woodframes ab und laufe mit ihnen da im Kreis. Okay, und ich mache Zielübung, oder wie? Ja. Alles klar. Ja, ein paar Spikes habe ich mir auch gebaut. Ich frage mich, woran der eine da gerade gestorben ist, aber es ist so. Achtung. Erledigt? Jo. Das ist Teamarbeit. Ein Lockvogel und einer, der schießt. Genau. Ich glaube, ich höre noch eine. Hast du nicht mehr ein Messerchen? Das kann man auch. Die Zombies. Ja, da kommt Fett raus. Ja, bitte. Und Fett brauchen wir auch für die Kerzen, ne? Und Torches. Und die Knochen verarbeiten wir zu Kleber und was weiß ich was. Also wir sind da sehr recycelfreundlich. Hat da noch was drin? Jo. Goldenrotsamen. Na bitte. Ist noch wo einer? Da liegt einer am Tisch. Okay. Gut, den Tisch nehme ich gleich weg. Weil die schlagen nach oben durch. Ja, die stehen da drauf und schlagen auf unseren Boden, der da oberhalb ist. Das werden wir nicht zulassen. Das ist natürlich ganz schlecht. Mhm. Ich komme runter. Geht ja. Ich stelle da Woodframes rein, dass dort keiner unbemerkt reinkommt. Okay. Und ich werde wieder gehen und essen, sammeln und suchen. Wir brauchen Ressourcen, an denen werde ich arbeiten. Ja. Deine Woodspikes waren toll. Aber niedergearbeitet. Aber niedergearbeitet, genau. Haben wir irgendwo schon eine Range? Nein. Die wäre super, weil da könnte ich den Kühlschrank und den Ofen zerlegen. Die muss man, glaube ich, lernen. Okay. Bin mir nicht sicher, muss da reinschauen. Was wir auf alle Fälle können, ich habe vorhin in Ambus gestartet. Der dauert zwar ein bisschen, der müsste jetzt fertig sein und wir zeigen das vielleicht am Ende der Aufnahme. Wir können dann den Grillrost. Mhm. So, ich loot da heraus gerade alle. Sehr gut. Ah ja, und ich werde gleich meine Specs verarbeiten. Entschuldigung, hat das in den Ohren wie? Was hat in den Ohren? Mhm, weil ich so... Na, passt durch. Okay. So. Okay. So, bevor wir sie auf den Weg machen, werden wir dann nur mehr rauf, weil ich jetzt jede Menge rottigen Fleisch drinnen. Ja. Das werden wir behalten, bis wir unsere eigentliche Base haben oder Chemiestation bzw. Mischmaschine für den Fertilizer. Mhm. Das wird alles schön gesammelt. Ich habe leider kein Holz mehr. Dadurch kann ich leider die Spikes dann nicht reparieren. Das die Arbeit werden wir der Tibra überlassen. Bist du rund ums Haus gegangen? Mache ich gleich. Ich will nur vorher das Zeug rausbringen. Ja. Okay. Ich würde das
Die Veranda werde ich auch wegnehmen, ne? Ja, ich bin danach jede Menge Samen produziert für den Anbau von der Dibra, für den Dachgarten. Kaffee. Dann, was habe ich noch gemacht? Den Maiskolben habe ich auf Samen umgearbeitet. Ja, und wie gesagt, hier aufgeräumt, das haben wir dann zu Beginn noch gesehen. Mechanical Parts, sehr gut. Das ist eine Freude. Was, wo? Na, habe ich bekommen. Ah, okay. Da reingeklickt. So, dann werden wir hier zumachen. Darunter. Ich stelle da auch noch welche drauf, wie Kimi. Ich stütze mich liebend gern in Woodspikes. So, ich fange hier an reinzusetzen. Ja, wir werden jetzt einmal kurz diese Bäume pflanzen. So. Und wir werden nicht mehr. Wir werden gerade darüber gehen und nicht so ums Eck. Das wäre schon. Genau. So. Dum, dum, dum. Na. Ja, kann ich das denn nicht? So, doch. Gut, das noch. So, so. Den da reparieren. So, die Nadelbäume setzen wir da ein bisschen weiter oben. So. Na bitte, funktioniert ja. Oh, ich bin gejagt. Okay. Okay. Wir brauchen sowieso Materialien. Ich bleib gleich hier draußen. Ach du Kacke. Und weg sind sie. Holz, Holz, Holz. Bin direkt an einen Zombie gerade vorbeigelaufen und ich bin dem sowas von egal. So. Wir müssen sich halt noch überlegen, wo wir runtergehen, ne? Oder ob wir eine Rampe ein bisschen wegmachen und dann. Na, wir können gern außen. Wie gesagt, dieses Haus ist ja rein Provisorium einmal. Ja. Weil wir während wir dann bauen, ja trotzdem irgendwo einen zum Flugzeug brauchen. Ja. Bis das Gebäude fertig ist. Und jetzt haben wir die Horde 7. Genau. Aufstellen. Und für die Horde 7 brauchen wir ja auch was. Also für den Tag 7 Horde, also Horde 7. Horde 7, ja, okay. So, weg mit dir. Da kommen Spikes hier. So. Neun Spikes. Die werden da gleich hinpflanzen. Die Tür, ich weiß nicht, irgendwie wollen die von einer Tür zur anderen durch. Ich brauche unbedingt was zu essen. Scheibenkleister.
bin auf 50%. Du kannst, ja, du kannst den Ambus reinlegen, du kannst den Gitterrost bauen und kannst das Fleisch abgrillen. Mhm, werde ich dann gleich machen. Die Yucca hast du alle gegessen? Ich glaube ja. Ja, das ist, da sieht man jetzt schon ein bisschen einen Unterschied. Bei mir geht es bei weitem nicht so schnell runter. Mhm. Ich werde den ersten Level schon drin vom Survivor. Ja, den werde ich glaube als nächstes trotzdem skillen. So, jede Menge Schneebären, jede Menge Baumwolle, was wir da jetzt aufnehmen. Einfach um so einiges auf Vorrat zu haben. Mhm. Oh. So, Bäume in der Umgebung, auch wenn es eine Birke ist, wird eliminiert. Sorry, Birke. Ja, zur Erklärung, warum wir immer bei den Birken so nachsichtig sind, weil wir sie nicht kontrolliert anbauen können. Ja, und ich finde sie so schön. Damit sie eben aus der Spielwelt nicht komplett verschwinden, aus der unmittelbaren. Ja. Bauen wir deshalb nur die anderen Bäume ab, wenn irgendwie möglich. Gut, die eine Forge, die muss jetzt für alles hier halten. In nächster Zeit. Ja, das geht ja. Grillrost, hast du gestartet? Nein, ich bin noch immer draußen und sammle Material. Wir haben direkt vor der Haustür ein kleines Kleefeld. Ich werde mich mal von alle Steine. Ich Idiot, was spiele ich mit blödem Ding? Ah, da oben bist du. Sag mal, da ist ein Geier geflogen, kommen bis zum Haus. Habe ich gerade im Augenwinkel erkannt. Alter, der ist schnell. Auf diesen Steilwänden. Oh, der geht so im Zickzack, das ist unmöglich, den irgendwie zu erwischen. So, aus. Der Geier kreist um unser Haus, ja, spinnig. Okay. Ich dachte, der ist nur in der Steppe. Was schleppt dachte der ich da? Auch, ja. Oh oh. Da sind mehr Geier. Okay, ist das jetzt statt der Hundehorde? Oder statt der Hummel? Der schaut so kriminell aus. Okay. Ich brauche Futter. Wo ist er? Wo ist das Vieh? Gut, ich habe ja hier ein paar von denen. Ah, und Clay. Oh, ein Snowberry. Die futtert man doch gleich.
Oh, ich höre ihn schon schreien. Der? Mhm. Er wird dich entdeckt haben. Na, jetzt sind wir. Okay. Okay, das ist Erde. Ah ja, da haben wir gleich. So, dann nehmen wir nur den goldenen Rot. Es sind zwei Arschlöcher. Tim, 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 tim. Ich mag sie nicht. Okay, ja. 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 Verstehst du das? Also für mich haben sie die nicht ins Spiel gebracht. Nee. War nicht unbedingt mein Wunsch. Hör sie nur. Das na, das kann bei mir jetzt doch sein im Hintergrund. Ja gut, dann mach ich mal einen Spikes weiter. Ja gut, Jagdglück glaube ich haben wir heute nicht, das heißt wir gehen auf die Alternative, bevor der Tag vorbei ist. Und versuchen Kaktus aus der Steppe wieder zu holen und ein bisschen zu looten, genau. Ja, ich mache einfach die Umgebung, direkte Umgebung unsicher und wir brauchen Holz. Jede Menge Goldenrot werde ich mitnehmen. Ah, das ist cool. Weil wir haben zwar über 50, aber wir haben gesagt, wir wollen da einen Großteil auf Samen weiter verbauen. Und um direkt schon einmal was abkochen zu können, braucht man natürlich auch noch welche. Die erste Ernte wird dann ein bisschen dauern. Ist es bei dir? Ja, ja, ist bei mir. Bist du Richtung Stadt unterwegs? Ja. Ja, da ist ja die Steppe. Mhm, stimmt. So, was können wir an Spikes machen? Ja, könntet ihr bitte den Zickzack lassen? Das ist nicht viel. Gut, dann gehen wir auf große Bäume. Ich habe auch schon wieder fast das Holz aufgebraucht. Die Spikes schlucken zu viel. So, Geier. Ja, die sind hungrig. Die Geier sind weg, soweit ich sie sehe. Sehr gut. Nein. Komm in die Steppe und was ist? Lauf zwei Zombies in die Arme. So, gehen wir ein bisschen raus aus der Steppe, weil da will ich nicht hin und her sprinten. Ah! Alter! Falter! Alter, lauf! Ach! Dieses Gezucke so. Von denen. Na, so. Da
und wieder durch. So, Steinchen. Ja, dafür kriegst du jetzt. Okay. So, Kadaverentsorgung. Da irgendwo war der andere. Da ist er. Ah, da ist auch ein Clayfeld. Sehr schön. Noch halten sich da die Zombies in Grenzen. Die sind alle bei mir. Ich sehe sie schon in der Ferne, aber nicht so wild. So, das Steinchen nehmen wir mit. Und da ist Kohle, Zinn, Eisen drin. Also Lead. Zinn. Blei, ja, ich bin bei Vaterskrift. Aber immer Zinn. Ich glaube, ich sage auch immer Zinn. Na, jetzt nicht mehr so, ne? Nein, jetzt geht's schon, ja. Hey, also. Passt. Ja, man sieht, das Flach wird langsam abgetragen, langsam aber sicher. Oh, hinterm Haus stehen Zombies und ich hämmere hier rum. Ja, falls ihr euch wundert, warum ihr teilweise direkt hinstartet zu den lieben Untoten, geht einfach nur um die Punkte. So. Wo ist er, der Onkel? Gut, Spikes ist auch. Ach, der Geier schon wieder. Oh, da ist schon her, ein Knochenmesser. Hat WO gegeben. Fertigen. So. Ich laufe. Ja, wenn es bewölkt ist, glaube ich, fliegen die Geier dann gar nicht, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Ziehen, damit ein bisschen was bleibt. Du meinst, die dürfen auch nur Sichtflug? Mit genau. Mit kleinen Motorigen. Ja, so ungefähr. Gut.
So, Kaktus. Ich muss das innen hier noch abbauen. Sonst steigen die alle da drüben. Ah, da drüben. Ah, ja, da drüben ist der Hang, den der Geier erwischt hat. Da ist nämlich auch das Zeltlager da oben.